Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Mai-Version von der Vegan Beauty Basket, die ist hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in diese wunderschöne Abo-Box zu schauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Vegan Beauty Basket ist eine Abo-Box, die alle 2 Monate erscheint, ab 23,33 pro Box kostet. Und hier haben wir auch 5 Beauty-Produkte drin enthalten, vor allem aus dem Beauty-Bereich, also aus dem, Quatsch, Beauty, alles Beauty, Pflegebereich. Aber auch so ein bisschen dekorative Kosmetik ist hier ab und an mal drin enthalten. Und da macht die Ina, also die Gründerin der Box, ist auch immer ganz cool, dass sie dann vorab eine E-Mail rumschickt und man dann auch eine Farbe auswählen kann. Manchmal kannst du auch so ein bisschen bei Pflege, ne, aus verschiedenen Sachen auswählen und so. Und das finde ich ganz süß gemacht und ganz cool. Und ja, hier haben wir jetzt die Mai-Juni-Variante und ich möchte unbedingt mal reinschauen, was hier drin ist. Denn ich persönlich kann mich leider nicht daran erinnern, welches Produkt ich mir ausgesucht habe, beziehungsweise welche Farbe. Ich habe das in Kooperation zugeschickt bekommen und verlose in diesem Video eine selbst zusammengestellte Beauty-Box an einen von euch. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Unter anderem solltest du Abonnent meines Kanals sein. Ich würde mich sowieso freuen, ob du jetzt an der Verlosung teilnimmst oder nicht, wenn dir das gefällt, was ich hier so treibe und du einfach mal hier vorne auf den Abo-Button klickst, denn ungefähr, ich glaube, 40% meiner Zuschauer haben mich noch gar nicht abonniert und ich fände es total cool, wenn ihr das nachholen könntet. Damit würdet ihr mich nämlich unheimlich unterstützen und ich fände es sehr cool. Genau, einen Code habe ich auch, Claudi10, gibt 10% auf die erste Box, finde ich ziemlich nice und ja, schauen wir mal rein, was hier jetzt drin enthalten ist. Die ist relativ schwer, ne? Da ist wahrscheinlich gut was drin oder große Produkte, das weiß man nie so genau. Ja, yo, das kommt mir schon ein großes Ding hier raus. So sieht das nämlich aus, wenn man die Box aufmacht, also den Deckel entfernt. Nein, das ist immer ein Kärtchen, die liebe Ina malt immer selber diese Katzenbilder. Und hier haben wir dann auch eins. Viel Freude mit der Box, hat sie mir hier drauf geschrieben. Das ist einfach total hübsch. Inado Art nennt sich das, was sie da macht. Interessant. Das findet ihr auf jeden Fall auf ihrem Instagram-Profil. Inado Art. Verlinke ich euch mal in der Infobox, dann könnt ihr mal vorbeischauen. Und hier haben wir dann auch die Produktkarte mit drin. Das ist eine sehr, sehr, ja, natürliche Box, ne? Denn wir haben hier tierversuchsfreie Naturkosmetikprodukte drin enthalten. Und genau so stellt sich die Box auch dar. Wir haben ein Booklet, was jetzt nicht irgendwie in 5 Milliarden Farben und mega beschichtet daherkommt. Da stehen halt die Anwendungen hier drin, auch ne, die Inhaltsstoffe und so, die Preise sind hier aufgeführt. Ab und an auch mal so ein kleiner Rabattcode oder so, den es auf der Homepage gibt, ne? Deswegen, also finde ich ziemlich cool, aber halt ohne viel Shishi. Es ist auf den Punkt und sehr, sehr liebevoll halt auch gestaltet. Das Ganze wird in so einem Butterbrotspapier immer eingeschlagen und mit einem Seidenschleifchen verschlossen. Das ist schon sehr, sehr süß. Huch, jetzt habe ich mich aber gekreuzt. Und dann schlagen wir das mal auf, was wir hier drin finden werden. Und können hier einmal hineinschauen. Ne? So schaut dann der erste Blick in die Box aus. Das ist schon immer sehr aufregend, finde ich. Ich mag das sehr gerne. Und ich starte mal mit dem schwersten und größten Ding. Vegan Fox. Da hatte ich mal irgendein Fußprodukt auch mit drin, was mir ganz gut gefallen hat. Vegan Friendly, Animal Friendly, Handmade. Ein Körperpeeling mit Pfefferminze. 300 Gramm sind hier drin enthalten. Und das sieht auf den ersten Blick schon mal echt gut aus. Also auch von der Peeling-Partikelgröße. Ne? Da bin ich immer sehr schwierig. Also wenn das nicht schrubbt, dann ist das nichts. Und hier sieht man auf jeden Fall die Pfefferminze. Man sieht aber auch die, ich würde sagen, Salzkristalle oder sind das Zuckerkristalle? Das ist die Frage aller Fragen, ne? Das steht jetzt hier auch nicht so. Was steht denn hier? Message? Ne, weiß ich nicht. Naja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Und 99% natürliche Inhaltsstoffe, was ich auch immer wieder cool finde. Komm, wir riechen da aber mal dran, ne? Das würde mich sehr interessieren. Und ich glaube jetzt, wenn es so Richtung Sommer geht, Richtung frisch, also nicht frisch, wärmer. Und ich möchte mich dann vielleicht ein bisschen frischer duschen, ist das ganz geil. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von Pfefferminzdüften oder Minzdüften oder limonigen Düften oder zitrischen Düften unter der Dusche. Aber wenn das halt so ein Peeling ist, was ich mir zweimal die Woche drauf gebe, dann möchte ich das ja vielleicht, ne? Ich rieche nichts. Ich rieche echt nichts. Schade. Werde ich aber auf jeden Fall dann mal ausprobieren, weil das ist immer nur begrenzt haltbar, nachdem man das geöffnet hat, ne?
Deswegen reiße ich das jetzt nicht direkt auf. Ist aber schon mal ein sehr geiles erstes Produkt, muss ich sagen. Dann habe ich hier ein Lippenprodukt. Beauty Made Easy Lip Balm ist das. No Plastic, Vegan, Clean Beauty, Watermelon. Ich glaube, das habe ich mir ausgesucht. War das nicht das, was ich mir ausgesucht habe? Nee. Nee, da kommt gleich ein anderer Duft, den ich mir ausgesucht habe. Aber Wassermelone hätte ich mir auf jeden Fall auch gesaved, weil ich mag das, ne? Das ist natürlich sehr cool gemacht. 5,5 Gramm sind hier drin. Dann hast du hier so ein Papierschaft. Also wirklich sehr natürlich die Geschichte. Das finde ich schön. Ne? Vielleicht gibt er auch einen leichten Tint noch auf den Lippen. Das mag ich auch gerne. Und der Lippenbalsam pflegt trockene und rissige Lippen ganz natürlich und verleiht ihnen Glanz und Geschmeidigkeit. Stelle ich mir echt schön vor. Doch. So. Numero 3. Den habe ich mir ausgesucht. Ja, Aloha Senses Neubeginn, Ylang und Grapefruit Spray für Aura und Sinne. Genau, das ist ein Natural Body Spray, das 100% natürlich ist. Und da konnte man sich unterschiedliche Düfte aussuchen. Das sind jetzt 30 Milliliter. Und man hätte wählen können zwischen Leichtigkeit, Neubeginn und Regeneration. Und für mich ist einfach aktuell der Neubeginn natürlich, natürlich das, was ich mir aussuche. Leute, denn in meinem Bauch wächst was Neues. Und deswegen musste das mit. Jetzt hoffe ich nur, dass es mir auch gefällt. Ich hoffe es so sehr. Also es ist ja eher so Body, ne? Also Körper, so hier so. Hallo. Ich winke meinen Nachbarn, falls sie mich sehen. Ui. Ui. Ist jetzt noch nicht so ganz so meins. Dass sehr herb riecht. Hm. Ich weiß nicht. Muss man wahrscheinlich ein bisschen wirken lassen. Das ist aber nicht ganz so mein Duft, ne? Hm, schade. Also jetzt, später jetzt entwickelt sich das ein bisschen. Ist natürlich kein Parfum, ne? Das ist jetzt eher so für so ein kleines Bodyspray-Gedönsen. Ja, werde ich mal so ein bisschen sprühen und ein bisschen ausprobieren. Ja, kommt vielleicht sogar ins Fullface-Beauty-Box mit rein. Muss ich mal schauen. Dann habe ich hier was drin und zwar ist es eine Moringa Gesichtsmaske. Wo ist mein Eyeliner? Ach da! Mir war da was verrutscht. Und zwar ist es eine Maske zum selber anrühren. Sehr interessant, es ist so ein Pulver hier drin, ganz feines Pulver. Von Seriously Organic? Nö, ich weiß nicht, was ist denn hier die Marke? Doch, Seriously Organic, ne? Das ist natürlich cool. Reinigt und verfeinert. Für normale bis fettige Haut, die habe ich jetzt nicht. Trotzdem habe ich ja auch mal Unreinheiten. Und dann kann man sich das vielleicht sogar punktuell aufgeben. 20 Gramm sind hier drin. Das hier reicht nämlich für 5 bis 7 Anwendungen. Und ein bis zweimal pro Woche vor dem Schlafen. Okay, aber ich wasche mir das ja schon ab, ne? 2 Löffel Kräutermaske mit 3 Löffel Wasser mischen. Und dann 10 Minuten muss es aktivieren. Also quasi im Pöttchen bleiben. Und dann kommt es für 5 bis 10 Minuten auf das Gesicht. Das finde ich auf jeden Fall interessant. Das finde ich wirklich interessant. Bitte vor dem Auftragen halt erstmal testen und so weiter. Aber schön, oder? So eine Pulvermaske zum Selbstanrühren. Sowas gehört in Beautyboxen rein. Sowas würde ich mir jetzt wahrscheinlich im Laden so nicht kaufen, weil mir das zu kompliziert wäre. Wenn ich es in der Box drin habe, finde ich schon wieder interessant und will es ausprobieren. Irgendwie finde ich das aufregend. 6 Monate ist es haltbar nach Öffnen, also musst du es dann auch wirklich aufbrauchen. Und ja, ich finde es cool, ne? Ich finde es wirklich cool. Ich meine auch schon mal so Masken zum Selbstanrühren irgendwo auch mit bei gehabt zu haben. Kann ganz cool werden. Dann habe ich hier einen Eyeliner drin. Ich weiß nicht, ob ich den schon habe. Von OO Lution, den Headline Eyeliner. Das ist ein Dip Eyeliner, da muss man aufpassen. Aber der ist nicht günstig. 100% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs. Und Bio-Organic, Rampampam, Tüdelü. Ne? Muss ich mal schauen, ob ich den noch habe. Dann würde ich den nämlich aus meiner Sammlung verwenden und dann in meinem Fullface Beauty Boxen euch einfach mal in Anwendung zeigen. Da verwende ich ja alle Produkte, die jetzt aus den ganzen Beauty Boxen in dem jeweiligen Monat bei mir eingetroffen sind und schmink die zusammen auf meinem Gesicht, um zu schauen, wie die mal so zusammen funktionieren. Funktioniert mal besser und mal schlechter und einfach um zu gucken, ob die ihr Geld halt auch wert sind, ne? Weil die Beauty Boxen haben immer einen Wert, der deutlich höher ist als das, was man ja für die Box bezahlt hat, ne? Und dann muss man natürlich auch irgendwie herausfinden, ob das wert ist, ob das das wert ist, genau. Weil ich möchte ja auch gerne Empfehlungen und Entfehlungen auf meinem Kanal geben, also Reviews, ne? Und da gehört sowas natürlich auch mit zu. Aber ich meine, ich hatte den schon mal und ich habe den weitergegeben, weil ich kein Fan von Dip-Eyelinern bin. Und ich muss eben einen Schluck trinken, denn hier ist echt, eine bombastische Luft im Raum. Ich sag's euch, oh. Jo, das war jetzt auch schon das 5. Produkt.
War eine schön gefüllte Box. Also mir persönlich gefällt vor allem dieses Körperpeeling richtig gut. Der Duft, das ist leider nicht meins. Das riecht, hört sich böse an, aber es riecht für mich persönlich zu natürlich irgendwie, ne? Ja, da bin ich auch irgendwie, aktuell bin ich, was Düfte angeht, eh merkwürdig, ne? Das ist klar. Lippenpflege finde ich gut, Maske finde ich gut, dekorative Kosmetik, das ist ein Eyeliner, ist, finde ich auch gut an und für sich, ne? Also für mich eine schöne Box, die sich schon gelohnt hat, ne? Also wenn man die 23, 33 dafür ausgibt, bekommt man halt diese 5 hochwertigen Produkte, das ist schon ganz cool. Und wie gesagt, das Körperpeeling ist mit 16 Euro ja auch schon ordentlich hochpreisig, ne? Das ist krass. Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und dem Unboxing von der Vegan Beauty Basket für die Monate Mai und Juni. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!